Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das Thema ist rechts, links im Video. Verwechsel ich manchmal die Seiten, wenn ich euch was vortanze. Ich möchte ganz gerne darauf antworten, weil es doch schon so für einige Verwirrung gesorgt hat. Also, wenn ich das Workout für euch tanze, stehe ich ja euch gegenüber. Ja? Und es beginnt meistens immer mit rechts, es sei denn, ich möchte das in einem Workout wirklich explizit so machen, dass ich mit links anfange. Aber meistens ist es so, dass es mit rechts startet. Wenn ich natürlich möchte, dass du mit rechts beginnst, ja? Stell dich einmal kurz vor mich auf, bitte. Ja, wir üben das mal gleich. Also, wenn ich möchte, dass du mit rechts startest, ja, und du stehst mir gegenüber, so wie du stehst, wenn du auch mein Workout mitmachst, dann muss ich ja mit links starten, ja, damit du den rechten Arm hebst. Und wenn dann der linke Arm dran ist, zack, dann gehe ich mit rechts. Ja, also rechter Arm, dein rechter Arm, ich gehe immer von dir aus, dass du mitmachst, damit du gut mitmachen kannst. Und dann der linke Arm, ja, also rechts, links. Ich sage zwar rechts, weil ich, wie gesagt, möchte, dass du deinen rechten Arm hebst und ich sage links, aber ich selber mache das Ganze natürlich andersrum, ja, also ich starte mit links, rechts. So, jetzt haben wir ordentlich für Durcheinander gesorgt, halb so wild. Das Wichtigste ist, dass du dich bitte auf dich konzentrierst beim Workout und einfach zuhörst, was ich sage, ja, wenn ich den rechten Arm heben sag oder den rechten Arm zur Seite ausstrecken, dann nutzt du deinen rechten Arm, zack, und du brauchst mir einfach nur nachzumachen, ja, mich zu spiegeln, zack, ja, du brauchst nicht umzudenken, oh, rechter Arm, welcher ist das jetzt, sondern du spiegelst mich einfach, so als würdest du vor dem Spiegel stehen und dich selber im Spiegel betrachten, ja, also ich bin sozusagen ein Spiegelbild und spiegel deine Bewegung, ja, okay. Jetzt möchte ich noch mal kurz ein Gegenbeispiel machen, damit du verstehst, warum das Ganze so ist. Wir haben ja keinen Spiegel, wenn wir so das Workout machen. Das heißt, du bist vor dem Monitor, ich bin hier und nimm das auf meiner Kamera auf. Deswegen brauchen wir irgendwie einen Orientierungspunkt. Ne? Würden wir im Tanzraum tanzen, dann ist es so, dass die Gruppe meistens hinter mir steht. Wir haben einen Spiegel hier vorne. Ja? Und dann kann ich wirklich sagen, rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Ne? Und die Gruppe macht das danach, sieht mich von hinten, sieht auch noch den Spiegel, also mich im Spiegel und sich selber und kann das genauso identisch mitmachen. Ja? Wir haben aber jetzt eine andere Situation, dadurch, dass wir keinen Spiegel haben und eben dieses Video und Monitor, die Video- und Monitorsituation haben und dass du sozusagen bei meinen Workouts als Video mitmachst, ja? So, wenn ich das Ganze mal andersrum mache und sage, heb mal den rechten Arm und ich mach den hier, ne? Mach das mal. Ist das dein rechter Arm hier? Ja? Zack, heb mal den rechten Arm und den linken. Ja, das ist ja bei dir dann andersrum, weil du mir gegenüber stehst. Ne, deswegen ist es für dich total verwirrend, wenn ich sage rechter Arm und ich hebe aber spiegelverkehrt meinen linken Arm von dir aus gesehen. Ja? Rechts, links. Das beinhaltet auch, dass du im Prinzip, wenn ich das nicht immer spiegeln würde, so wie ich das tue, immer umdenken müsstest. Ja? Also wenn ich sage rechter Arm, zack, und du siehst aber von dir aus, dass es eigentlich der linke Arm ist, von dir aus, ja, ganz wichtig, dann bist du ja total verwirrt, weil dann müsstest du eigentlich den Arm heben, ne? Dein rechter Arm ist ja ein anderer jetzt, in Anführungsstrichen, ne? Weil du mir gegenüber stehst. Also das wäre total verwirrend und du müsstest dann immer umdenken, rechts, okay, also mein rechts, ne? Wo ist denn jetzt mein rechts? Ach so, und weil mein rechts ist ja anders, ne? Hier ist mein rechts. Dein Recht ist aber anders, weil du mir gegenüberstehst. Deswegen, Leute, mache ich alles für euch spiegelverkehrt. Das bedeutet für mich, dass ich immer mit links anfange. Ne? Manchmal komme ich da auch ein bisschen durcheinander, nicht so oft, aber zwischendurch passiert das einfach, ne? Weil ich ganz viel mitdenken muss und auch ständig zwischen den Seiten switchen muss. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte es verständlich erklären. Ich hoffe, du hast es mitgemacht, weil dann erfährt man das am besten so am Körper beim Mitmachen.
Ja, wenn es so ist, Daumen hoch. Oder wenn du doch noch eine Frage hast zum Spiegelprinzip, hier unten unter das Video, ab damit in die Kommentare. Hier oben gibt es noch weitere Antworten zu deinen Kommentaren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Anna.